etwas umtauschen. Und zwar, Rüdiger, du gehst jetzt in ein Reklamationsbüro, um einen imaginären und vor allem dir unbekannten Gegenstand zu reklamieren. Und Barbara wird die Verkäuferin sein und wird versuchen, dir mit Hilfe kleiner versteckter Hinweise beim Erraten des Gegenstandes behilflich zu sein. Und hier, da habt ihr schon einmal eure Theke. Und Rüdiger, du musst jetzt wieder unsere kleine schalldichte Kabine aufsetzen und dich mit dem Rücken zum Publikum stellen. Ah ja. So. Das ist aber nicht meine Musikrichtung. Es muss genügen. Setz schön auf. Rüdiger? Ist das ein Arsch? Nee, okay. Alles gut. Wir suchen jetzt, was könnt ihr reklamieren? Wir suchen Sportgeräte, an denen man sich verletzen kann. Skateboard. Ja. Urlaubreifen. Wurfmesser. Springseil. Wasserbett. Hochsprungstange. Federballschläge. Wasserbett. Ein Wasserbett, ja. Ich würde mal mit der Hochsprungstange, weil das stelle ich mir sehr hübsch vor, Rüdiger mit der Hochsprungstange kommt, die er allerdings noch nicht kennt. Barbara, nimm doch deine kleine Verkäuferin-Position ein. Ich befreie Rüdiger. Meine kleine Verkäuferin-Position. Ja, wir haben's. Du darfst jetzt ins Reklamationsbüro gehen. So, Rüdiger, du tauschst jetzt etwas um, was wir alle schon kennen und du hoffentlich beim Ende der Szene auch. Also? Na, dann will ich mal. Palim, palim. Ja, hallo, hallo. Erstmal. Ich wollte das gerne umtauschen. Was ist denn kaputt? Es ging nicht mehr an. Es ging nicht an? Nee. Ging's denn aus? Ja, es ging einmal aus und dann ging es halt nicht mehr an. Ah, verstehe. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht? Einfach so plitsch gemacht, dann wurde es dunkel und da wollte ich es jetzt umtauschen. Aber Sie haben doch mit Sicherheit noch andere Dinge damit getan. Ich habe... ja. Ach so. Ja, ja, ja. Ah. Ja, ja, natürlich. Ich habe... Strom haben Sie... Strom, ich habe... Nee, der, also wir haben es ausgepackt zu Hause und alle hatten Spaß, die Kinder... Was haben die denn genau damit gemacht? Ja, die haben es erstmal gestreichelt. Ja. So, und, ja, und dann... Ja, dann haben wir es halt laufen lassen auch. Ja. Und ist es denn gelaufen oder ist es umgefallen? Es ist erst gelaufen und dann ist halt was draufgefallen. Dann ist was draufgefallen? Ja, ja. Was genau ist denn draufgefallen? Eine Lampe. Okay, gut. Na, jetzt gucken Sie, nehmen Sie ihn doch mal in die Hand, halten Sie ihn mal ein bisschen hoch. Nee, nee, nehmen Sie mal ein bisschen so ein bisschen so. Ach, war der doch so? Ja, doch, ja, der ja, war ja, ja so. Ne? Ja, ja. Und jetzt nehmen Sie es mal ein bisschen nach oben und merken Sie, wie es vibriert. Aber kaum hoch. Ja, ja, also, ja, 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 ja. Und merken Sie, wie es vibriert? Vibriert ein bisschen. Hören Sie Geräusche? Ich persönlich nicht, aber eine Bekannte von mir. Die wirklich, die kenne ich auch. Kinder, das gespeichert haben, fanden die das angenehm, wie sich das angefühlt hat? An und für sich schon zuerst. Ja. Mhm. Ja, ja. Machen die anderen diesen Sport auch oder machen nur sie den? Klar, das machen die auch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit diesem Sportgerät Sport macht und man läuft so an, dass das immer nicht so ganz steif ist, sondern so ein bisschen wackelt beim Laufen. Ja, ja, das wie gesagt, das habe ich auch zuerst gedacht. Ich habe es dann so mit zwei Händen erst festgehalten, hat es nicht so gewackelt. Ja, und dann? Und dann habe ich also den... Nee. Das vielleicht auch, aber... Da kannst du ja nicht zielen mit so einem langen Ding. Ach so. Da kannst du ja nicht zielen. Damit nimmst du ja und dann praktisch musst du ja haben. Wissen Sie denn überhaupt, können Sie das in Ihrem Wohnzimmer? Haben Sie so einen Punkt, wo Sie wissen, wo Sie mit der Stange dann so drauf gehen und dann... Ach so, ja, ja, nee, das haben wir unten im Garten. Da habe ich also so eine für den... Da haben wir auch so eine Matte, wo man dann drauf fliegt, wenn man quasi diese Sportart, die ich so gerne betreibe, mit dem Namen Stabhochsprung. Ja! Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause, aber gehen Sie nicht weg, wir rühren uns auch nicht von der Stelle. Bis gleich!